Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen kleinen Projekt, sage ich mal, Star Wars Battlefront 2. Ich werde die Kampagne Let's Playen, ganz klar, auf YouTube. Und den Multiplayer müssen wir mal schauen, den werde ich eventuell dann auf Twitch streamen. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen würdet. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in die Optionen, weil ich möchte eigentlich... das Audio ein bisschen runterstellen, weil ich eben nicht weiß. Kann ich Musik nicht ausmachen? Aus. Okay, ich mache die Musik mal aus. Das wird in-game sowieso dann wahrscheinlich durch die ganzen Effekte dann eh nichts zu hören. Aber ich will jetzt schauen, nicht, dass mir auf einmal die Videos hier gesperrt werden. Wegen Urheberrechtsverletzungen oder sowas. Das schauen wir uns dann aber an. Genau. So, dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Willkommen in Battlefront. Muss ich erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Würde genau, starten wir doch mal die Kampagne. Ich bin übrigens riesen Star Wars Fan, also mir gefällt es übelst gut. Ich hoffe mal, ich bin ja gespannt, wie lange die Kampagne wird. Was ich gelesen habe, soll es um die 5 Stunden gehen oder so, also nicht allzu lange. Eigentlich zu kurz für so ein großes Spiel, sage ich mal. Und mit den Lootboxen, was ich gelesen habe, ist jetzt auch rausgenommen worden. Begrüße ich natürlich sehr, weil Pay-to-Win-Dinger hier ist überhaupt nicht mein Ding und macht es auch keinen Spaß im Endeffekt. So, Leute, dann würde ich mal sagen, starten wir mal die Kampagne. So, wir spielen natürlich auf normal, würde ich sagen. Es wäre ein Soldat. Okay, Spiele mit Eden versus Story mit ausgewogenen Kämpfen. Okay. Wir spielen übrigens auf der PS4 Pro. Hätte man auch noch schauen können, ob man da irgendwas einstellen kann. Von der FPS oder sowas. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Das ist die Aiden Versio. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Ah, oder Musik ist schon blöd. Ich glaube, schalte sie doch ein. Wir probieren es einfach dann mal. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden. Also... mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Genau, wir spielen übrigens auf der Seite des Imperiums, also auf der dunklen Seite der Macht. Und müssen uns dann... 6, 2, 6.
den Rebellen stellen? VZ-626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit fertig zerlegt. Dann schocken wir den mal. Der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. So Leute, ich gehe nochmal schnell in die Optionen. Macht die Musik jetzt doch und wir probieren es jetzt einfach mal. Ich habe halt ein bisschen Angst gehabt, weil damals bei FIFA 18 haben sie mir eine 3-Stunden-Session. Bloß wegen so komischer Hintergrundmusik haben sie mir komplett das ganze Video weltweit gesperrt. Und es war halt einfach ärgerlich. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass sie mir das hier auch sperren. Ich hoffe mal nicht, aber ich würde sagen, sehen wir dann. So, okay. Video, wir schauen nochmal dort rein. Hier können wir eigentlich nichts einstellen. Okay, das lassen wir alles so. So, jetzt würde ich sagen, weiterspielen. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Okay, wir müssen also den Droiden steuern. Ah, okay, wir sind praktisch in unserem Kamerasystem drin. Die Videoüberwachung. Okay. Und Leute, ich mach mal das Bildmachgerät an. So, hallo nochmal. Komm über das Lüftungssystem zu mir. Das Lüftungssystem? Wo geht's hier zum Lüftung? Ah, da oben. Den Zellenblock erreichen. Und Leute, wenn ihr genauso viel Spaß habt an dem Projekt wie ich, ich werde bestimmt Spaß haben, weil ich Star Wars einfach liebe, lasst mir doch Unterstützung da. Egal in welcher Form, würde mich alles sehr, sehr unterstützen und helfen auf jeden Fall. Und ich wollte mich noch auf jeden Fall nochmal bei jemandem bedanken, beim Kalle Zockt, weil der immer so fleißig hier bei mir kommentiert. Danke dafür. Macht das ja auf jeden Fall Spaß, wenn du immer fleißig kommentierst. So. So, okay, wo müssen wir hin hier? Okay, hier ist zu. Oberkommando fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachrichten. Danke. Wir brauchen jede Information über den Angriff des Todessterns auf Endor. Steuerung bin gewöhnungsbedürftig. Die Ordnungsanzeige stellt die wachsende Aufmerksamkeit der Rebellen für den Anwesenheit da. Wenn sie aufleuchte, sind sie alarmiert. Ja, okay. Hey, wie läuft's mit dem Schlüssel? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Ende. Ich muss auf jeden Fall da hinten durch. Ich gebe es weiter. Okay, sind wir gut durchgekommen. Ja, ich mach doch schon. Ja,
finde es auch mal cool, dass wir wirklich auf der Seite der Imperialen spielen. Also wirklich mal die andere Seite auch mal kennenlernen, so ein bisschen. Kraftfelder hier, muss ich aufpassen. Oh, geil. Einfach nur geil. Okay, man sieht zwar noch nicht so viel, aber ich finde es einfach geil gemacht einfach. Okay, können wir scannen auf L1 und R1. Seht ihr so ein bisschen über mir. Wenn euch das stört, dass ihr hier das HUD nicht seht oder so, ich kann mich auch gerne rüberwubbeln auf die andere Seite. Sagt mir einfach Bescheid dann. So, dann gehen wir weiter runter. Müsst ihr mich hier sehen? Abriegelung. Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Melde dich, wenn du fertig bist. Hacken, okay. Okay, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass wir da rankommen. Okay, das wird gehackt. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Kann ich den vielleicht Strom oder so? Okay, geh mal hier runter. Okay, das ging ganz gut, muss ich sagen. Okay, bis jetzt kommen wir gut durch. Gleich bei dir, meine Herrin. Gutes Timing. Gehen wir. Geil. So, hat er eine Knarre? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Hey, genug jetzt! Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Kann ich? Setz dich und sei ruhig. Ganz klar, hat der Knarre für mich. Okay, hier kann ich keinen befreien. Schockelement Gegner, wenn die Anzeige voll ist. Gut, gezielt kann er auch Fahrzeuge deaktivieren. Die Anzeige füllt sich, wenn Aiden bei Feinden Schaden verursacht, Kopfschüsse erzielt oder Takedowns ausführt. Okay. Stoßstoß. Hier ist jemand. Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal. Okay, das scheint eine Art Versammlung zu sein. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sarrast ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Mentor. Kommen Sie mit. Dann ist Drehzeit. 3CPO? Oder C3PO, glaube ich, ja. C3PO. Sie wissen nicht, was Sie auf Endor erwarten. So muss es auch bleiben. Oh, wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Okay. Ah, genau.
Halte Steuerkreuz nach unten, um zwischen Ego-Third-Person-Perspektive umzuschalten. Ah, okay. Aber ich bin ja eher so Ego-Shooter-mäßig unterwegs. Ich glaube, dass es geiler ist. Hack das Ding. Hack. Das ist natürlich nice, wenn der mal schon schocken kann. Schießt aber langsam die Waffe. Okay, da muss ich jetzt dran gewöhnen. Ist hier noch jemand? Vielleicht kann man hier noch irgendwelche anderen Waffen holen oder so. Nicht so aus. Okay. Alles klar. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Check das Ding. Verschlüsselte Infos gefunden. Achso, ich muss die abkühlen, die Waffe. Ah, okay. Okay. Ich glaube, umso heißer die Waffe ist, umso langsamer schießt sie dann im Endeffekt, weil sie immer wieder kühlen muss dazwischen. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist in Führung. Sie ist extrem gefährlich. Agent Hask, es wird Zeit. Beginne Vorbereitungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Bin unterwegs. Ziehen wir mal durch hier. Droide, hack das Teil. Was schießt auf Kontrolle, um Türen zu öffnen oder zu schließen? Ah, okay. Will jemand sagen, egal. Machen wir hier zu. Aber die kommen hier nicht rein. Also die werden hinter mir stehen. Pfeifen. Die Pfeifen. Feinde in der Systemzone.
Steuerung. Bitte? Wie bitte? Okay, müsste frei sein, hoffe ich mal. So muss man für mich deaktivieren. Boah. Gefahrenanalyse. Wir scannen mal. Okay, scheint sauber zu sein. Noch. Hier kommen wir nicht durch. Kommen wir auch nicht durch. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Ich denke mal, dann wird es der hier hinten sein. Oh, okay, gleich zwei erwischt. Wo schieße ich denn hin, Mensch? Droide, hack das Teil. Okay, komm hier rein. Boah! Wir hätten warten müssen. Weit hinten anfangen wieder. Aber okay. Elektroschock, nachschauen. Okay, hab ich nochmal gewusst. Okay, die müssten auch down sein. Will die Tür nicht zuballern? Nee. Okay. Los!
Alter, warum? Okay, Gabi, muss mir das aufheben, das Hacken. Der war wirklich schwer gepanzert. Noch einer, oder? Okay, liegt hier unten. Einmal hacken, bitte. Immer noch, oder was? Okay, sind wir hier schon mal durch? Ja, hier müssen wir wirklich aufpassen mit den riesen Laserkanonen hier. Geil gemacht. Schau, ob die genau da reinfliegt. Ein Versio. Oh. Und sie ist weg. Okay. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Okay, dann würde ich sagen, war es auch schon mit der Folge. Schaltet auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge ein. Sehr, sehr geiles Spiel bis jetzt. Mal schauen, ob es auch so geil bleibt. Einige Zeit später. Schauen wir uns das noch an und dann machen wir auch einen Cut.
Endor, Schauplatz Todesstern. Boom. Piet, sieh nach. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel. Direkt voraus. Mir folgen. Verstanden. So, und ob wir es schaffen, die Rebellion auf Endor zu eliminieren, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, Leute. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich bin echt gespannt und muss sagen, das Spiel sieht schon richtig, richtig nice aus. Ja, aber schauen wir mal, ob das auch so bleibt. So, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.